spielt sich dann in einen Rausch, zeigt guten Einsatz hier Krisch. Becirovic nimmt sich den Ball, schaut auf und findet wieder Vasil Kuleski. Der lässt sich die Chance nicht nehmen. 2:0. Die Vienna führt Mattersburg hier in der ersten Hälfte vor. Großteils kompakt in der Offensive, ohne den erkrankten Aschauer, aber dafür mit Marco Miesenböck und dem überraschenden 1:0 kurz vor der Pause. 43. Minute. Jubel bei den vier mitgereisten Vienna Fans. Fröschl und Kuleski gewinnen ihre Luftduelle und der morgen 25-jährige Marco Miesenböck lässt Eckballserie. Wir sind in der vierten Minute. Da tritt dann Vasil Kuleski die vierte Ecke für die Gäste und da ist Alexander Aschauer. 1:0 für die Vienna. Überraschend und früh die Führung für die Gäste, ausgerechnet durch den Ex-Salzburger, der erst im September gewechselt war und heute besonders motiviert ist. Das merkt man in vielen Aktionen. Drittes Saisontor für Aschauer, der hier völlig frei zum Kopfball kommt.